Panel sehr gut gefallen hat, war, dass die Backgrounds doch so unterschiedlich waren. Eben von einem berühmten Musikspielhersteller, Yano-san aus Japan, bis hin zu den ärgsten Theoretikern von Partikelsystemen und Millicent-Musik, grafischen Notationssystemen. Ich hatte mich so gefragt, wie geht das zusammen? Also wie macht dieses Festival, wie macht dieses Symposium Sinn, wenn so viele unterschiedliche Leute so ganz verschiedene Facetten in ihren Vorträgen jeweils beleuchten? Also das war wirklich faszinierend. Und das ging doch überraschend gut. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt paradigmatisch eigentlich momentan für so einen Wandel, der stattfindet, weil über Spiele weiß man eigentlich noch gar nicht so viel. Das Verbrief oder das zu überlegen, was sind eigentlich Spiele, was können Spiele leisten, was machen sie mit uns als Menschen, die Gedanken darüber, die sind noch relativ am Anfang. That's what we also want to show with the Maze Festival, to show how games and different types of culture and different types of media mix and how this mixture actually is the productivity. When you're with a group of intelligent people that are all thinking about the same thing, yeah, that's always inspiring. Because you don't really that often get to interact with people doing research or students doing interesting things, and that's really important. We tend to forget that some of the most influential games of all time, in fact, arguably the most influential games of all time, were made on a very, very small budget. They were made in bedrooms. It's about using the stuff, it's about modifying it, it's about doing your own stuff, doing your own performance. That's what gaming actually is a lot about. Playfulness is about that. And the Maze Festival, the Maze Interact, is about all these different parts of contemporary culture and arts.